Wiesn, wie geht das in Berlin? Hunderte Feierwütige wollen nicht nur saufen, sondern auch Fleisch. Deswegen müssen wir jetzt versuchen, Essen so schnell wie möglich raus. Arbeiten, wenn andere feiern. Jeweils 2 Teller, Tisch 50. Zurück! Tu! Stress auf Berlins größtem Oktoberfest. So, 4 Hühner, 3 Haxe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Du läufst bitte an 218, geradezu in der VIP-Bereich. Rund 900 vorbestellte Essen müssen hier in den nächsten 2 Stunden über die Theke gehen. Und los. Raus ins Festzelt. So, Curly, ganz vorne, 97. Paula, 204, VIP-Bereich geradezu. Catering-Mitarbeiterin Jenny muss dafür sorgen, dass die Teller an die richtigen Tische kommen. Sie darf sich jetzt nicht verzetteln. 3 Hühner erstmal bitte. 2, sorry. Wie behalten Sie den Überblick? Gar nicht. Nein. Paula? Anna? Robby, rede du bitte mit ihm. Ich habe keine Nerven dafür, wirklich nicht. Und keine Zeit. Die Leute warten auf ihr Essen. Vorsicht, mein Freund. Rund 35 Euro Eintritt haben die Festzeltgäste bezahlt, ein Essen und ein Getränk inklusive. Alle wollen jetzt ihre Grundlage, um danach das Festzelt zu rocken. Ungeduldige Gäste beschweren sich schon. Haxe ist gerade eingetroffen. Na, entspann dich, feiert ein bisschen. Wie der Berliner nun mal so ist, nicht? Du, der hat das Geld schon von uns. Jetzt wollen wir auch ganz schnell essen und trinken, weil wir verhungern ja alle eigentlich. Wir sind ja kurz vorm... Ja. Thilo Harry Wollenschläger und seine Frau Diana gehören in Berlin wohl zu den umtriebigsten Schaustellerfamilien. Unser ganzes Leben war stressig, oder? Klar ist, es schweißt zusammen. Ja, sehr. Ja. Man geht durch dick und dünn. Egal, egal. 34 neu. 2 Brezeln. Jedes Jahr richten die Wollenschlägers Berlins größtes Oktoberfest an der Zitadelle in Spandau aus. Habt ihr Hähnchen bestellt? Guten Appetit! Mädels, 3 Maß, kommt mal Bonk mal jetzt hier. Mit nur 45 Mitarbeitern müssen an diesem Samstagabend rund 1000 feierwütige Gäste bedient werden. Da ist klar, dass die Chefin mit anpacken muss. 33, Schatz? 32. 32. Und das schon seit heute Morgen. Na, wir bereiten uns gut vor, ne? Ab früh morgens, ab 10 Uhr sind wir alle am Rotieren hier und machen, ne? Jeweils 2 Teller, Tisch 50. Gerade jetzt in der heißen Phase geht auch immer mal was schief. Zurück! Oh. Hol sie mal schnell. Oder renn mal hinterher, einen Huhn zurück. Weil jetzt ein Essen falsch rausgegangen ist. Das kommt zurück und wird ausgetauscht. Das kommt vor. Kommt vor, passiert. Und dann sind da noch die jungen Aushilfskellnerinnen mit wenig Erfahrung. Handgelenk einknicken. Nur das Handgelenk. Ja. Nimm mal bitte vorne. So. Handgelenk einknicken. Und Teller hier und dort. Perfekt. Geborene Kellnerin. Nächstes Mal sind die Haare oben. Wenn wir es am Abend tun. Die jungen Mädels musst du immer gucken. Aber es ist okay. Das größte Problem aber. Okay. Bring uns mal den Tischzettel. Nein, wir haben sie umgesetzt. Ach so, okay. Wir haben sie umgesetzt. Da haben wir das Problem des Umsetzens. Andere Seite. Wenn die Gäste Tischnummern wechseln, ne, weil sie Freunde treffen, dann müssen wir da mit dem Kopf hinterher sein, Tischnummern ändern. Aber ansonsten ist okay. Ich habe noch einen Huhn. Immer noch haben nicht alle ihr Essen, aber die Gaudi beginnt. Es ist einfach ein geiles Feeling, hier zu sein, sein Bier zu trinken. Jeder hatte die gleiche Stimmung, wenn man so guckt. Ja, das ist halt nicht dieser Deutsch-Berlin-Gangster-Rap-Musik, sondern es ist halt einfach mal deutsche Kulturmusik, finde ich. Ja. Deswegen müssen wir jetzt versuchen, Essen so schnell wie möglich raus. Aus. Ein Hähnchen! Nach
etwa 2 Stunden dann. Der Pass ist leer. Keine neuen Bons. 2, 3 Bons. Wir sind also im Endmodus. Und auch Jenny kommt jetzt etwas zur Ruhe, während die Party Fahrt aufnimmt. Jetzt muss vor allem der Alkohol raus. Bis 1 Uhr morgens wird hier auf den Tischen getanzt. Gegen 2 Uhr kommen die Wollenschlägers dann nach Hause. Dann machen wir uns erst mal schön was zu essen. Aber keine Haxe. Nein, keine Haxe, nein.